So, moin, Sportsfreunde. Ja, passend zum neuen Schuh von Spider-Mitchell habe ich mir natürlich ein Iron-Man-T-Shirt angezogen. Hätte auch ein Spider-Man-T-Shirt gehabt, aber I don't want to steal the show. Und zwar, also es geht hier um den Donovan Mitchell 3, beziehungsweise den Don Issue Hashtag 3, also den dritten Signature-Schuh von Donovan Mitchell. Da ich die ersten beiden eigentlich ziemlich, also das ist eigentlich, der erste war solide, der zweite war auch solide, waren beide nicht überragend, aber sie waren gut, vor allem waren sie für den Preis, waren sie wirklich gut. Und jetzt habe ich den dritten gesehen und ich fand diese Colorway, ich weiß nicht, wie gut das im Video rüberkommt, dieses Lila, fand ich halt sehr, 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 ich sag mal, appealing, hat mir gut gefallen von der Optik her. Und dann dachte ich mir, na okay, komm, bestellst du den mal. Ich würde auch bei Adidas immer gucken, ob ihr irgendwo noch Rabatte findet oder so. Ich habe nämlich für den, und der ist ja gerade erst rausgekommen, habe ich nicht die normalen 110 Euro bezahlt, sondern habe, glaube ich, 77 Euro bezahlt mit so einem Rabattding, was ihr im Internet findet. Das kann ich euch nur nahelegen. Aber kommen wir ganz kurz zum Schuh, weil ich bin der Meinung, ich habe mit dem Schuh jetzt schon einmal wenigstens mal ganz kurz ein bisschen gespielt und bin ziemlich angetan davon. Einige von euch haben ja vielleicht meinen ersten Instagram-Eindruck gehört, gesehen, wie auch immer. Deshalb fangen wir ganz normal an. Grip-technisch, ich sag's mal so, der Schuh ist meiner Meinung nach doch okay, zumindest für Outdoor. Asphalt wird er wie immer, wie jeder Schuh, nicht so lange halten, wird er aber auch eine Weile mitmachen. Für einen Gummiplatz, könnte ich mir vorstellen, ist er ziemlich gut. Für die Halle scheint er sogar richtig gut zu sein, weil er hat echt wenig Staub aufgenommen. Und ich habe in der beschissensten Halle gespielt, die ich kenne. Und hatte aber dennoch sehr, sehr gutes Grip. Also das ist was, es ist ähnlich wie das Pattern, also wie das Muster vom Harden Volume 5. Aber dass die so, also dass die Gummimischung ist ein bisschen weicher, wirkt ein bisschen griffiger und macht dadurch einen richtig guten Job. Ich habe das Gefühl, das ist richtig gutes Grip. Muss ich natürlich noch weiter testen und spielen, weil es nur eine kurze Session von mir, aber so far so good. Also macht erstmal guten Eindruck. Die Dämpfung finde ich ziemlich cool von Adidas, dass sie gesagt haben, okay, sie gehen auch hier noch ein Budget-Modell, das letztes Jahr hatte, ist noch Bounce und Bounce ist eine sehr gute Dämpfung, aber Lightstrike ist auch eine sehr gute Dämpfung und ist halt entsprechend leichter. Und die Dämpfung macht einen sehr guten Eindruck. Ihr braucht hier nichts Großes erwarten. Es ist jetzt nicht so, als würdet ihr irgendwie auf einem Kissen oder sowas laufen. Es ist halt grundsolide, die Dämpfung. Dass ihr wirklich sagt, ihr habt ein bisschen Bounce im Schritt, also ihr kommt ein bisschen besser weg, ihr seid ein bisschen gefedert, aber ihr seid dennoch einfach richtig schnell und fühlt euch relativ explosiv. So ungefähr habe ich diese Dämpfung hier wahrgenommen und ich denke, so ist sie auch entwickelt für einen Spieler wie Donovan Mitchell. Da passt das schon ganz gut. Weiterhin seid ihr ansonsten, ihr seid sehr stabil in dem Schuh. Das war schon bei den ersten beiden so, dass sie sehr stabil waren in ihrer Art und Weise. Also da ist nicht viel mit irgendwie Knicken oder sonst was. Dennoch ist es nicht irgendwie restriktiv, dass ihr sagt, ihr schlüpft da rein, habt das Gefühl, ihr könnt euren Fuß gar nicht mehr bewegen oder nicht hier irgendwie laufen oder so. Ganz im Gegenteil. Ihr seid auch mit dem ersten Mal reingehen, fühlt der Schuh sich von Anfang an sehr, sehr, sehr gut an. Das Material hier oben erinnert mich ein bisschen an eine sehr günstige, dennoch gute Version von Primeknit. Und Primeknit, wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht wisst, ist eigentlich mehr oder minder so der Premium-Stoff von Adidas, den sie verwenden. Und das hier ist wirklich, also es ist meines Erachtens kein Primeknit, würde mich sehr wundern. Also ist es auch, ist es also safe nicht. Aber es ist cool. Also es hat, wie gesagt, diesen Stoff-Touch. Fühlt sich so an wie Stoff. Fühlt sich auch relativ hochwertig an. Ist auch direkt hochwertig am Fuß. Es fühlt sich insgesamt einfach sehr, sehr gut an. Rundes Paket. Weiterhin ist das Material so, dass es entsprechend euch wirklich stabil festhält. Also ihr brecht nicht übers Fußbett oder sonst was. Das ist auch absolut gelungen. Also auf jeden Fall, ich spreche immer noch vom ersten Eindruck. Deswegen, ich kann es nicht sagen. So richtig hart trainiert habe ich in dem Schuh noch nicht. Aber ich würde mich wundern, wenn sich da groß was ändert. Ansonsten, ihr seid auch hier in diesem Bereich Achillessehne und Knöchel rum, habt ihr wirklich richtig angenehme Schaumstoffpolsterung. Also es fühlt sich gleichzeitig auch noch bequem an, während ihr euch schnell fühlt mit dem Schuh. Alles in allem, und das ist das Witzige daran, würde ich behaupten, ihr kriegt hierfür, wenn man den Retailpreis bezahlt und gerade keinen Gutscheincode kriegt, für 110 Euro eigentlich alles, was das Basketballherz begehrt. Da bin ich tatsächlich ein bisschen, ja, ich bin ein bisschen begeistert, wie ich es fast schon sagen, von Adidas, von der Marke, weil, ich meine, man kann immer darüber streiten, ob einem der Schuh gefällt oder nicht. Ich persönlich finde den Schuh wirklich gelungen. Mir gefällt der richtig gut, weil er ist einfach, dennoch irgendwie ein bisschen speziell. Und ich glaube, dass gerade bei Donovan Mitchell, das ist ähnlich wie bei Damian Lillard, kommen immer noch Farben hinterher, die wirklich die ganze Sache, die das nochmal ein bisschen Spice geben, sag ich mal, die das richtig gut machen. Wo man Abstriche machen
könnte oder machen, wo man behaupten würde, man kann das noch besser umsetzen, ist halt definitiv, das Material könnte ein Ticken mehr Premium sein, die Dämpfung könnte noch ein Ticken besser sein. Das ist aber auch immer sehr Geschmackssache, sag ich mal, weil ich zum Beispiel, für mich ist die beste Dämpfung, in der ich jemals gespielt habe, die gleichzeitig auch stabil und alles war, also wo ich wirklich gesagt habe, this is it, war für mich der LeBron 16. Das ist halt für mich der Maßstab, weil da war es für mich echt perfekt. Es gibt Dämpfungen, die sind halt noch viel mehr, haben viel mehr Bounce, die waren für mich aber nicht stabil genug. Lange Rede, kurzer Sinn. Da könnte man meckern, aber auf hohem Niveau, muss ich sagen. Also, weil die Dämpfung hat sich schon gut angefühlt, aber man könnte, wenn man wollte. Ansonsten ist das, wie gesagt, für 110 Euro ein krasses Gesamtpaket. Genauso wie auch der Damian Lillard 7, der auch schon so ein krasses Gesamtpaket war, auch für diesen Preis. Bin ich sehr gespannt, muss ich auch sagen, was Adidas da noch hinterher liefert. Also zum Beispiel mit dem Damian Lillard 8, der auch in ein paar Monaten rauskommen müsste. Weil, mal davon abgesehen, dass ich jetzt schon eine relativ klare Kaufempfehlung für diesen Schuh rausgehe und das Video schon wieder viel länger wird, als ich es eigentlich machen wollte, muss ich sagen, aktuell von allem, was ich mitkriege, und das ist aktuell, ich kriege zwar mit, was für Schuhe rauskommen, ich höre mir so die Meinung und sowas auch immer an von Leuten, die die Schuhe haben, und einige gucke ich mir auch mal an oder habe sie mal im Laden in der Hand oder einige habe ich vielleicht auch und habe sie hier nie vorgestellt, weil ich keine Zeit hatte. Aber für mich, Stand jetzt gerade, hat Adidas, was auf jeden Fall so die Budget-Modelle angeht, also irgendwas so zwischen, ich sage jetzt mal 90 bis vielleicht 120 Euro. Das ist bei einem Basketballschuh halt ein Budget-Modell, also ein eher günstiges Modell, auch wenn es schon viel Geld ist. Hat Adidas, ist hier absoluter Spitzenreiter. Weil ein PG5, der Paul George 5 von Nike, ich weiß, dass es ein solider Schuh ist, gar keine Frage, und der performt auch gut. Aber insgesamt, von dem, wie ich ihn einfach nur in der Hand hatte, gefühlt hatte und am Fuß hatte, den Paul George 5, ich habe ihn nie gespielt, ich hatte ihn nur mal anprobiert, ein bisschen dann rumgelaufen, habe gesagt, ganz nett, aber ist mir theoretisch, also fühlt sich für mich zu billig an. Und das muss ich auch sagen, er performt gut, ich weiß das, aber irgendwie fehlt es mir da so ein bisschen. Und da ist der hier, meiner Meinung nach, besser. Genauso wie der Damian Lillard 7 besser ist. Und dann gibt es ja noch so ein paar No-Name-Schuhe, bla bla bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin aktuell sehr begeistert von Adidas. Auch wenn das überhaupt nicht Thema dieses Videos war, sondern das hier, das Thema des Videos war. Und ich kann sagen, wenn euch der Schuh gefällt, dann würde ich gar nicht so lange zögern und zugreifen. Aber, und das sage ich auch immer nochmal dazu, wenn ihr gerade keine Notwendigkeit habt, dass ihr sagt, ihr braucht jetzt und sofort ganz dringend einen Basketballschuh, dann kann ich empfehlen, gerade bei Adidas gibt es gefühlt immer so eine Art Pre-Sale zum richtigen Sale. Das heißt, bevor quasi dieser Schuh ein Auslaufmodell wird, was ja quasi ungefähr in einem Dreivierteljahr, sage ich mal, wird, kommt immer schon mal irgendwo November, Dezember, Januar, ich glaube tatsächlich eher November, Dezember, in dieser Zeit kommt auf einmal bei Adidas immer, bis jetzt kam es jedes Jahr, seit ich Schuhe reviewe, und das sind auch schon irgendwie 5 Jahre oder 4 Jahre oder so, also schon länger, kam jedes Mal so ein bis zu 50% Price Drop, also ist der Preis gefallen. Das heißt, ihr könnt irgendwann in dieser Zeit auch quasi für denselben Preis fast 2 von diesen Schuhen kaufen, wenn ihr das machen wollt. Aber beziehungsweise, ich denke, dieser Schuh wird teilweise für 69 oder sogar 59 Euro im Handel erhältlich sein. Nichtsdestotrotz, nachdem ich jetzt wirklich lange geredet habe, auch für 110 Euro ist das ein absoluter Kracher. Gefällt mir richtig gut. Ich bin halt gespannt, ob sich da noch irgendwas tut, weil das, um nochmal was zu sagen, wo man dann vielleicht auch wirklich sagen kann, okay, da merkt man die 110 Euro, die Verarbeitung, also man sieht hier so Klebereste und all sowas, alles nicht, keine Riesensachen, ne? Aber das geht besser. Und das weiß ich auch, dass es besser geht. Also ich hab Schuhe, Verarbeitung ist der allererste Sahne. Aber zum Beispiel der Kyrie 7 habe ich jetzt mehrmals gesehen und ich habe selbst so ein Modell, auch wenn der Kyrie 7 okay ist, kein schlechter Schuh, absolut miserabel verarbeitet. Habe ich ganz oft aber auch gesehen. Der kostet 130 Euro, also nochmal 20 Euro mehr. Und der hier ist besser verarbeitet. Aber das sind so Sachen, kann man sich durch den Kopf gehen lassen, muss man nicht. Wenn man natürlich alles von allem und überhaupt das Allergeilste haben will, dann muss man für einen Basketballschuh auch 200 Euro zahlen. Mache ich euch nichts vor. Aber man muss das nicht. Man kann auch das hier für 110 Euro oder mit einem irgendeinem Gutschein für 90 Euro oder was weiß ich was kaufen und hammermäßig geilen Basketballschuh bekommen. So. Finito, das war's. Danke. Für Fragen, schreibt's einfach in die Kommentare, weil denn sonst rede ich für immer.